Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge. Wir sind bei Deponia 4 und Paketmensch hat auch sich abgegeben oder zumindest das für mich abgegeben. Dann machen wir mal weiter. Was, bei dir klingelt es an der Tür? Ich hätte eher gedacht, da hämmert es gegen die Zugbrücke. Ja, nein, wir haben jetzt schon Klingeln. Das ist quasi so, du ziehst da an einem Strick oder drückst an so einer Klappe. Das kannst du dir aussuchen, was so für dich dann schöner ist. Und dann öffnet sich oben so ein Stück, so ein Stück Holz wird dann einfach weggezogen oder so klappenmäßig öffnet sich das dann. Und dann kommt so eine große Menge an Steinen, kommt dann so runter. Und das ist unterschiedlich von den Mechanismen her, weil es kann ja häufiger klingeln, ne? Und dann geht das so runter und fällt dann eben auf so ein paar nacheinander folgende Blechstücke und so weiter, die wir dann so gehämmert und geschmiedet haben. Und weil die so dünn sind, klingelt das dann quasi so. Und das ist unsere Klingel halt, ne? Das Hämmern, das überhört man immer zu häufig. So habe ich hier direkt in meiner Kluft zum Streamen hier, habe ich dann immer schön das Runterrattern der einzelnen Sachen und dann das Klingeln sozusagen. Das höre ich viel besser, als wenn in 300 Metern Entfernung das jemand an die Zugbrücke donnert. Ne? Das ist klar. So, dann gehen wir doch mal hier runter zum Nilbot. So, gucke mal. Hier, Stromumkehrer. So, wie war das jetzt? Ach, egal. Beim ersten Mal hat's ja auch so geklappt. Na. Killbot baut. Alle Menschen müssen vernichtet werden. Boah, wie aua. Was soll denn das? Wo ist Killbot? Killbot kann dir nicht helfen. Dieser Versager-Modus lässt sich nur in Gedrosselbetrieb aktivieren. Aber bevor ich mich von dir drosseln lasse, ja, nee, ist klar. Moment. Ihr wisst es doch alle. Moment. Das muss ich mal kurz so haben. Ah, danke. What the fuck? Was, irgendwie habe ich dabei gerade Sam Diamond vor Augen, der schnell vor der Tür steht. Was? Killbot. Ah ja. Aber warte mal, die Stimme ist doch. Ah, dieser große, nicht der Amtmann Argus, das ist ja ein Klon von uns, sondern der andere Typ, der Vater von Goal. Das ist doch die gleiche Stimme. So, okay, aber wir haben ja das Drosselglied. Brutalitätslevel wird gesenkt. Modus Würgen. Besser. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. Wer kann das ja nicht sein? Gibt ja nur drei Hebel. Drei Hebel, ja? Die jetzt aufgegangen sind. Überspringen, verlassen. Okay. Chillbot-Mode. Willkommen in der Dimension des subtilen Schmerzes. Aua! Was soll denn das? Ja, Finsen. Du wirst noch viel mehr leiden. Mensch. Sag mal, Poki, was hast du denn für Gewaltfantasien? Killbot-Mode. Okay, das bleibt auch beim Killbot. Ja, ja. Killbot-Mode. Kommen Sie näher und wärmen Sie sich am Feuer Ihres sympathischen Barbecue-Assistenten. Was? Jetzt haben wir noch einen Grill-Button-Mode. Ihr seid einfach nur durch. Also richtig. So, warte mal. Das hier hinten ist Grillbot. Das hier ist Thrillbot. Grillbot-Mode. Halten Sie lieber Abstand. Hä? Aber müsste diese Einstellung nicht den Chillbot aktivieren? Ja, halt schon. Im Grunde schon. Aber durch das Drosselglied habe ich mir einen Prozessor unter Kühlung zugezogen. Dann muss ich also nur das Drosselglied entfernen, um Chillbot zu erhalten? Das wäre
zu freundlich. Seid halt einfach nur durch. Seid halt einfach nur durch. Nein, tu's nicht. Solange ich gedrosselt bin, ist das Eis voller Keime. Warte mal. Grillbot Mode. Sorry, bei mir gibt's keine Eiskumpel. Okay, warte. Grillbot-Mode. Wusse. Nee, der ist für die... Grillbot-Mode. Mhm. Okay, warte. Real Bot Mode. So, dann das. Nein. Grillbot Mode. Also ich habe jetzt die Logik dahinter nicht verstanden, aber so ein bisschen wenigstens. Schilbert Mode, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Nein. Yeah. So, und jetzt hier. Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Oh, Mann, Digga. Kein Problem. Ehrlich gesagt bin ich aber auch ein bisschen enttäuscht. Wisst ihr das? Wir haben hier oben Bernards Hütte. Da läuft die ganze Zeit hier unten ins Fundament. Die ganze Zeit Brandbeschleuniger. Und selbst der Grillbot-Mode und der Killbot-Mode haben das Ding nicht zum Explodieren gebracht. Ich bin enttäuscht. Und das in einem Deponia-Spiel, wo Rufus was mit einem Roboter zu tun hat. Wo kommt man denn da hin? Ach, Gott. Muss ich erstmal abkühlen davon. Ach, nee. Das ist mir schon ein bisschen enttäuscht hier. Ja, wieder hier drüber kippen. Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Boah, das ist ein Wärmeaustausch. Okay, ich könnte auspacken. Mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Gut. Fum. Nice. Ja, habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Sagte ich Kartoffelastronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Genau. Kartoffelohrenschützer. Wenn man das so auseinander, wenn man es so schnell zusammenspricht, ne, dann fragt man sich, sind das Kartoffelohren und dafür Schützer oder sind das Ohrenschützer aus Kartoffeln? Man weiß es immer nicht. Ich weiß, der war schlecht. Ich muss erstmal reinkommen. Ohrenschützer? Wow, ha, danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Ah, du hast das schon ein, zweimal erwähnt. Kommt schon, spielt Rudis Zahn-OP. Rudi. Ihr habt's gehört, Jungs. Unser Publikum verlangt nach Rudi. A one, a two, a one, two, three, and the number after three. Du.
Rufus had the beat, Rufus had the beat, Rufus had Stan beat. Rufus had the beat, Rufus had the beat, Rufus had the beat, and Rufus had the beat. Okay, gut. Genau, korrekte Zeichensetzung kann Leben retten. Komm, wir essen, Opa. Ganz berühmtes Beispiel. So, stopf mal rin hier. Fertig, der Elefant kann kommen. Auf geht's. Geladene Wumme. Nice. So, warte. Speichern mal kurz. Guck hier, Tuck. Gefreiter Tuck, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Moment. Ist das eine Schusswaffe? Du wolltest doch eine Waffe. Aber ich bin Pazifist. Du bist vor allem ein leichtes Ziel für jemanden mit geladener Waffe und überstrapaziertem Geduldsfaden. Ach, die Waffe, mit der ich den Eingang bewachen kann. Endlich! Wie aufmerksam, dass du sie aufgetrieben hast, um sie mir nun langsam mit dem Schaft voran zu übergeben. Er wirkt nervös. Er wird mir doch nicht gerade jetzt nüchtern werden, wo ich ihn am dringendsten brauche. Ich halte hier die Stellung, Sir. Übertreib's nicht, okay? Der Ausschlag wird schwächer. Du solltest dich beeilen, wenn wir deinen Phantomelefanten noch schnappen wollen. Typisch. Kaum bekommt er Ausschlag, ist es plötzlich mein Phantomelefant. Ja, dann lass mal gehen, ne? So, sind jetzt endlich alle Sorgen und Ängste beseitigt? Naja. Ich hoffe doch. Sehr gut. Dann los, bevor unserem blutrünstigen Geisterelefanten noch Fangzähne wachsen. Fangzähne? Er macht Witze, oder? Ganz auszuschließen ist es nicht. Und? Was gefunden? Nichts. Und eine Abzweigung gab es auch nicht. Wie bei mir. Dann kommen wir offenbar zu spät. Na, so schnell schießen die Russen nicht. Vielleicht ist er auch über diese Leiter entwischt. Ein Elefant, der Leitern klettert? Klar. Du hast einfach keine Fantasie. Hä? Die haben früher einfach nie Scooby-Doo angeguckt, oder? Der Elefant ist gar kein Elefant. Und nur weil diese Drecksplagen ihre Nase nicht aus seinen Angelegenheiten halten konnten, wurde er jetzt geschnappt. So, eine Kurbel. Oh. Das ist doch eine Mütze. Jägerhüte. Okay, auf geht's. Stylisch. Ganz stylisch, mein guter Rufus. Ast rein. Vielleicht ist er auch der Elefant. Immerhin habe ich die beiden noch nie zusammen in einem Raum gesehen. Ich sollte ihn im Auge behalten. Definitiv, definitiv. Hey, Jojo, grüß dich. Ich wünsche dir sehr viel Freude hier und wie immer. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche. Lass es dir hier gut gehen. Können wir nochmal mit... Unmöglich. Ich habe die Uhr gerade erst gestellt. Pocky! Was passiert jetzt mit der Kurbel? Ich gehe einfach mal hoch. Aha. Hier sind wir also. Verdammt clever. Und? Wo ist jetzt dieser Elefant? Zack. Aber immerhin kennen wir jetzt sein Versteck. Wir könnten zurück in die Vergangenheit und
Freund. Bing! Ihm eine Falle stellen. Ich weiß nicht. Reicht denn die Zeit dafür? Zeit ist deine Abteilung. Können wir nicht einfach noch ein bisschen weiter zurückspulen? Dann baue ich die Falle kurz, bevor ich dir beim Einparken helfe. Ja, ich kann's versuchen. Ich glaube, ich habe noch ein Verstärkungsglied auf der Ladefläche. Aber viel wird nicht rauszuholen sein. Nicht viel ist mehr, als ich von dir erwartet habe. Zeit, mein Gewinnergesicht aufzusetzen. Rufus. Wir haben einen Plan. Was, verpennt, Rufus? Was für ein Albtraum. Ich hatte vom Ende der Welt geträumt und bin dann auf Elefantenjagd gegangen. Obwohl, war das überhaupt ein Traum? Es kommt mir im Nachhinein so real vor. Sicher ist sicher. Vielleicht sollte ich lieber diese Elefantenfalle bauen. Mach das mal. Ich glaube, das ist sehr gut. So, haben wir hier noch was? Nö. Okay. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wie wir jetzt diese blöde Falle bauen sollen. Aber okay. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Falle und einer Schlaufe, die auf dem Boden liegt. Und ich habe mehrere Bissspuren, die mich daran erinnern. Verflucht seist du, Tonis Mutter. Okay, ich baue die Dinger nochmal ab. Weg damit! Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. Nein, ich will eine Elefantenfalle bauen, keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Ja. Nein, ich will eine Elefant, keinen Fallstrick. Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner So, warte mal, guck mal hier. Wozu die Mühe, einen passenden Anker zu finden? Ich nehme doch schon Toni mit. An der Luke muss ich nichts verbessern. Sie tut genau, was sie soll. Luken. Um das hier zu montieren, bräuchte ich schon einen Adapter. Und vielleicht einen triftigen Grund. Luke, ich bin dein Vater. Was? Liebe Frauen, das geht nicht immer ganz so schnell und so einfach, ja? Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein Umgelenk-Dings. Wie die Profis es auszudrücken pflegen. Klar, klar, das Umgelenk-Dings, natürlich, klar. Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Ich verstehe es auch nicht. Und? Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Dann war es also gar kein Traum. Natürlich nicht. Bist du etwa gerade erst aufgewacht? Du hattest einen ganzen Tag Zeit. Ich hab verschlafen, okay? So was passiert. Aber ich musste die ganze Strecke von Porta Rustica noch einmal fahren. Mach dir mal nicht ins Hemd. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Und? Mach dir mal. Die Falle ist ja so gut. Gut. Also, wie wir wissen, brauchen wir jetzt so ein tolles Umgelenk-Dings. Wir gehen mal zum Porzellanladen.
Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. Ja, schön. Toni will immer, dass ich die Klobrille runterklappe. Aber jetzt mal unter uns, Klobrille. Ich kann einfach nicht, wenn ich mich beobachtet fühle. Schon toll, so ein Geweih. Schon toll, so ein Geweih. Gut. Ich guck so auf die Uhr. Wir schauen dann mal gleich weiter. Aber okay, es ist erstmal interessant zu wissen, dass wir hier so rein können. Aber wahrscheinlich dürfen wir hier wirklich nicht raus, weil dann McChronicle gleich rumnervt. Also vielleicht haben ja dann diese Klobrillen hier irgendwas zu tun oder sowas. Vielleicht ist das ja dann unser Ungelenk-Dings oder sowas. Keine Ahnung, mal gucken. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.